Ich bin Johanna Bilgeri, ich komme aus Vorarlberg und studiere Fagott an der MDW. Was mich an dem Fagott fasziniert, ist einfach der Klang und die Wärme und gleichzeitig, dass es sehr dunkel klingt, aber auch solistisch diese Brillanz hat, das hat mich schon von Anfang an fasziniert und auch ja, einfach dazu gebracht, immer wieder dran zu bleiben. Ich finde gerade beim Fagott so toll, dass es wie im Orchester auf der einen Seite diese Bassfunktion hat und auf der anderen Seite dann gibt es diese großen Soli, diese großen Orchesterstellen, wo das wirklich solistisch brillieren kann. Und auch bei diesen ganzen Konzerten, Hummelkonzert, Weberkonzert, da hat man ja nicht das Gefühl, dass Fagott jetzt irgendwie ein Bassinstrument ist, sondern da kann man wirklich von ganz unten bis ganz oben brillieren. Die Partita von Gordon Jacob. Ich habe das Stück vor einigen Jahren schon einmal gehört und mich hat das sehr fasziniert, weil das irgendwie alle möglichen Seiten und Eigenschaften vom Fagott positiv heraushebt eigentlich. Es ist sehr, auf der einen Seite irgendwie sehr ein lustiges Stück, auf der anderen Seite gibt es einfach sehr viele musikalische Freiheiten. Man kann wirklich seine eigene Interpretation schaffen und ja, ich hatte von Anfang an sehr viel Spaß. Die Sätze gehen meistens, der erste Satz geht, glaube ich, 30 Sekunden oder so. Und da muss man wirklich sehr fokussiert sein und wirklich sehr, ja, innerhalb von Sekunden von einem Charakter zum anderen wechseln. Das ist eigentlich die Herausforderung vom Stück. Aber das macht es auch einfach alles sehr lebendig.
ich finde gerade das eigentlich so toll, dass man wirklich, wenn man solo spielt, eigentlich auch, man hat viel mehr Freiheiten, wie wenn man jetzt, man kann auch spontan mal, wenn man einen Moment hat, wo man merkt, okay, man kann den spontan nutzen, man kann schneller spielen, langsamer spielen, den Moment nehmen und irgendwie noch mehr zurückgehen, im Gegensatz zu Orchester oder Kammermusik, da kann man jetzt nicht unbedingt so viel spontan mit dem Tempo oder so machen, weil die anderen müssen halt mitziehen. Ich meine, das klingt immer einfach, aber im Endeffekt glaube ich, muss man relaxen und das Beste geben und mehr geht eigentlich eh nicht.